Herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Unboxing oder Vorstellvideo. Und zwar, ich habe mir jetzt gekauft Fate Zero, die Complete Edition. Und wollte euch einfach jetzt mal in ein paar kleinen Videos zeigen, was davor kam, was das halt aktuell ist, was vielleicht noch kommen wird. Trailer sind immer unter der Videobeschreibung. Hab natürlich auch alle Extras noch davon behalten. Und wir fangen an mit Fate Zero. Denn hiermit fängt Fate der Anime heute auch an. Fate Zero und danach kommt direkt Fate Stay Night. Die beide spielen im Endeffekt direkt nacheinander. Mit einem kleinen Sprung von ein paar Jährchen. Ich weiß gar nicht, ob es 8 Jahre waren oder 10. Ich glaube, es waren 10 Jahre. Auf alle Fälle. Zu Fate Zero damals gab es, soweit ich weiß, 1, 2, 3, 4 Postkärtchen oder sogar mehr oder viel mehr oder sehr viel mehr. What the fuck? Ach stimmt, es gab immer 4 Postkarten, glaube ich, zu jedem Volume 4 oder zu jedem Volume 3. Jetzt bin ich gerade selber verwirrt. Gut, das muss ich doch mal gerade zumachen. Jetzt geht er mal raus. Eckschab, immer wenn man was machen möchte. Es wird nur wärmer hier drin. Ja. Alles ist gut. Wenn es irgendwann ein bisschen dampft in der Kamera, dann bin ich einfach gerade am Verglühen. Fate Stay Night, Fate Stay Night. Ich schaue gerade mal. Eigentlich suche ich nämlich gerade, denn so kam Fate Zero mal aus dem Sammelschuber. Und Fate Stay Night hatte wirklich auf jedem kleinen Extra noch so ein Cover-Up. Das beschreibt im Endeffekt die Geschichte von dem Fate, denn alle 60 Jahre erscheint der samenumwobene Heilige Gral. Es gibt 7 Magier und 7 Kämpferinnen zu jedem Magier, welches der Magier beschwört. Ich glaube aus einer Kategorie von mehr als 7 sogar. Denn es gibt Saber für Schwert, Lancer für Lanze, Mage für Magier, Assassin, Tank, ja, nicht Tank, sondern Berserker. Und Minimum noch 2 weitere, die für, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Rider oder so, Rider, ähnliche so in der Richtung und meistens noch irgendeiner, der relativ fix abgefertigt war. Denn Fate Stay Night beginnt eigentlich, hat eigentlich eine gutes Pacing in der Story, gute Action, sehr gute Sequenzen. Ich zeig jetzt nochmal die Karten hier ein bisschen. Das sind so die Charaktere aus Fate Zero. Gilgamesh ist im Endeffekt so ein bisschen Gott. Ich kann es nicht anders sagen. Das sind somit die Hauptcharaktere von Saber. Na, ach doch, Scharfstellen tut er doch ab und zu mal. Ist ja mal nett. Hier sind so die Klassen. Wie gesagt, Saber. Ach, Archer, genau. Müsste Mage sein. Assassin, Lancer. Das sind zweimal? Interessant. Die Helden kommen aus, soweit ich weiß, jeder Epoche der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Was einen zu einem Held macht, das erfährt man auch im Anime so ein bisschen an für sich. Also große Heldentaten. Hier sehen wir Saber. Ich weiß gar nicht, ob ich spoilern sollte oder nicht, denn der Anime ist ja nun doch schon ein bisschen älter. Soweit ich weiß, ist der Anime an sich schon knapp 6 Jahre, 10 Jahre vielleicht sogar. Rider. Hier sehen wir denn so Saber, Rider, die großen an für sich. Protagonisten, Antagonisten. Einer der Magier. Hieran erkennt man die Magier mit ihren 3 Befehlszaubern. Jeder Magier hat 3 Befehlszauber. Diese kann er verwenden, um eine bestimmte Aktion durchzuführen, abzubrechen. Einfach um seinen Krieger einmalig komplett zu kontrollieren. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz das Cover hier. Sprachausgabe Deutsch und Japanisch, Untertitel in Deutsch, Ton LPCM 2.0, was auch immer. Format 1920 zu 1080. Laufzeit 175 pro Volume. Es sind 4 Volumes, rechnet euch mal zusammen. 350, 700 Minuten. Bonus, 3 Postkarten, Special Future. Okay, 3 Postkarten pro Volume, denn das ist das. Oh, wie heißen die? Sammelschuber? Ja,
Sammelschuber. Hier sind die Volumes. Das ist die Rückseite. Und wir packen es mal aus. Ich werde mich beim nächsten Mal versuchen, auch ein bisschen kürzer zu halten. Ich sehe gerade, das Licht blendet vermutlich gerade ein bisschen sehr. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Weiß so viel besser ist, aber ich glaube schon. Fate Zero. Volume 1. Ja, Volume 4. Volume 1. Mit dem Licht muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Wir probieren her. Man sieht kein Stück mehr, oder? Okay, cool. Schön, dass wir probiert haben. So sieht denn nochmal der innere Schuber aus, so nenne ich jetzt mal. Nicht Bannzeichen, sondern Beschwörungskreis der Magier. So sind denn die inneren Disk. Hinten dran sind denn. Oh, jetzt wird schwierig. Erkennt ihr es doch? Das sind die einzelnen Folgen. Das sind die Disk. Von Peppermint Anime. Genau. So gehen wir jetzt mal ruckzuck durch. Warum ich Fate Zero überhaupt vorstelle? Ja, es ist und bleibt eigentlich mit einer. Achso, hier seht ihr auch die Episoden. Da heißt die Folgen, heißt die Episoden, tut mir leid. So. Einer meiner Lieblingsanime vom Action, von der Action her, von der Story her, von der Erzählung, wie die Charaktere aufgebaut sind, geschrieben sind. Wenn sie was zu reden haben, reden sie. Wenn sie zu kämpfen haben, dann kämpfen sie und scharfstellen ist halt nicht, dann lassen wir es halt. So, hier kommen wir dann schon zum dritten Volume. Also Scharfstellen ist hier gerade auch eine Kunst, ne? Mal will er nicht. Und so, Gilgamesch. So, klippt man es einigermaßen gut. Müssen wir die Pose einigermaßen merken, weil ich habe noch ein paar vor mir gleich. Wie gesagt, ich werde jetzt jedes einzeln vorstellen. Ich werde jetzt keine gesamte Reihe machen. Auch die Heaven's Feel Sachen werde ich jetzt alle einzeln vorstellen. Wie gesagt, es ändert sich hier an Ton. Auch an dem Scharfstellen. Doch, an dem Scharfstellen ändert sich ein bisschen, wenn man den Griff dann drauf hat. Hier seht ihr die Episode nochmal. Das ist alles, was man schon mal zu sehen bekommt. Genau. Ich versuche jetzt nicht nochmal unbedingt die Episode nochmal zu zeigen. So, 4, 3, 2, 1. Schubernummer ist 759. Genau. Ich weiß gar nicht, ob und wann es mal ein Unboxing gab für den Schuber. Ich denke mir einfach mal, hier sieht man auch schon ein bisschen, dass er ein bisschen gelebt hat, der Schuber. Ist aber gar nicht wirklich abgeprallt. Es ist Staub. Interessant. Genau. Das war denn Staffel 1 meines Lieblingsanimes. Wo ist es? Staffeln? Doch, wie sagen wir Staffeln dazu? Wie gesagt, es gab dazu denn halt 12 Postkarten und das Cover-Up beim Schuber. Das nächste Video wird dann Fates the Night im Sammelschuber sein mit der 1836. Vielen Dank und bis gleich.